bei Dr. Ventilator. Heute gibt es ein neues Video. Und in diesem Video machen wir Chips. Aber keine normalen Chips. Nein, nein. Es gibt Spiralenchips. Und ich habe eben so ein Ding und das macht Spiralen. Und ich würde mal sagen, los geht's. Also, als erstes brauchen wir so Kartoffeln. Normale Kartoffeln. Keine Ahnung wie viel. Ich nehme jetzt mal 2. Und man muss sie als erstes schälen. So, wenn sie jetzt einigermaßen geschält sind, dann geht's weiter. Also, ich sagte ja am Anfang, ich mache Spiralen. Und da habe ich so ein Ding, das kann Spiralen machen. Und ich glaube, das nehme ich nicht, weil irgendwie geht das nur schlechter mit dem. Das ist so eine Hilfe, dass man es besser halten kann. Und jetzt stecke ich die Kartoffel hier rein. So. Und mache Spiralen draus. Also jetzt ist es nichts Gutes geworden. Ich probiere es nochmal. Also irgendwie geht das hier nicht, aber das Teil ist ja etwas Gutes. Das kann man umdrehen und auf der anderen Seite macht es auch etwas. Und jetzt schaue ich, wie das bei der anderen Seite wird. So. Nein. Was? Oh nee. Also. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie ich es machen soll. Ich mache jetzt kurz mal weiter. Jetzt wird es irgendwie, sie werden einfach halt ein bisschen dicker, aber es sieht cool aus. Das sieht mega aus. Oh nein! So, also, jetzt habe ich diese Spirale und nachher mache ich weiter bei den anderen, also bis ich alle Kartoffeln fertig habe und so ein Tuch. Oh, das passt nicht mal auf den Tisch. Super. So, das kommt jetzt hier so hin auf den Tisch. Und die Spirale drauf. Und dass sie dann ein bisschen besser ist oder sogar also knuspriger. So, und jetzt sieht sie ein bisschen komischer aus. Und ich lasse sie jetzt einfach einmal hier so. So, wenn ihr das jetzt gemacht habt, sieht es ungefähr so aus. Und ihr seht, ich habe doch noch die zweite Spirale geschafft. Und ja, ich denke mal, jetzt kommt es in die Fritteuse. So, jetzt kommen die Chips in das Frittieröl.
Wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert mich und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Jetzt sind sie fertig frittiert und nach dem Frittieren müsst ihr sie nur noch salzen oder einfach ein Gewürz drauf tun und dann essen. Mega! So, und das sind jetzt doch auch noch die anderen. Und jetzt beende ich das Video wirklich. Und bis zum nächsten Video.